Wenn wir zufällig hören, wie ein halbes Dutzend Schafe eine herausragende Person verächtlich schimpfen, dann werden wir verstehen, dass es ihnen eine große Ehre sein wird, die Meinung der Menschen hochzuschätzen. Der Intellekt ist unsichtbar für den, der keinen hat. Wer alle Hoffnung verloren hat, hat auch alle Angst verloren. Ein Narr jagt dem Vergnügen nach und findet Enttäuschung. Ein Weiser vermeidet nur Kummer. Fast alle unsere Sorgen entspringen unseren Beziehungen zu anderen Menschen. Talent trifft ein Ziel, das niemand sonst treffen kann. Genius trifft ein Ziel, das niemand sonst sehen kann. Mitgefühl ist die Grundlage der Moral. Glück besteht in der häufigen Wiederholung von Vergnügen. Wer für Dummköpfe schreibt, ist sich immer eines großen Publikums sicher. Man gebrauche gewöhnliche Worte und sage ungewöhnliche Dinge. Der Mensch kann tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Es ist nicht leicht, das Glück in sich selbst zu finden, doch es ist unmöglich, es anderswo zu finden. Die Religion ist das Meisterstück der Tierdressur, denn sie trainiert den Menschen, wie er denken soll. Große Männer sind wie Adler und bauen ihr Nest in einer hohen Einsamkeit. 9/10 unseres Glücks hängen von der Gesundheit ab. Menschen sind wie Uhrwerke, die anspringen und laufen, ohne zu wissen, warum. Das Problem besteht also nicht so sehr darin, zu sehen, was noch niemand gesehen hat, sondern zu denken, was noch niemand über das gedacht hat, was alle sehen. Keine Rose ohne Dornen, aber viele Dornen ohne Rosen. Hoffnung ist die Verwechslung des Wunsches nach einer Sache mit ihrer Wahrscheinlichkeit. Wir können unser Leben als eine nutzlos störende Episode in der glückseligen Ruhe des Nichts betrachten. Der sicherste Weg, nicht sehr unglücklich zu sein, ist nicht zu erwarten, sehr glücklich zu sein. Jeder Abschied gibt einen Vorgeschmack auf den Tod. Jedes Wiedersehen ein Hinweis auf die Auferstehung. Die so oft beklagte Kürze des Lebens ist vielleicht das Beste an ihm. Allein die Veränderung ist ewig, ewig, unsterblich. Wenn wir nicht alle so sehr an uns selbst interessiert wären, wäre das Leben so uninteressant, dass es keiner von uns ertragen könnte. Wir denken selten an das, was wir haben, aber immer an das, was uns fehlt. Der Glaube ist wie die Liebe. Er lässt sich nicht erzwingen. Meistens wird man ausgenutzt, wenn man sagt, dass man etwas besser kann
als man selbst. Wenn sie über dich lästern, bedeutet das, dass du nicht nur für dich selbst, sondern auch für andere genug bist. Die Menschen sind der Teufel auf der Erde und die Tiere die geplagten Seelen. Nach deinem Tode wirst du sein, was du vor deiner Geburt warst. Sage deinem Freund nicht, was dein Feind nicht wissen sollte. Die Aufgabe des Schriftstellers ist es nicht, große Ereignisse zu erzählen, sondern kleine interessant zu machen. Die Gesundheit überwiegt alle anderen Segnungen des Lebens so weit, dass ein wirklich gesunder Bettler glücklicher ist als ein kranker König. Wer einmal das Vertrauen missbraucht hat, verliert es für immer. Reichtum ist wie Meerwasser. Je mehr wir trinken, desto durstiger werden wir. Und dasselbe gilt für den Ruhm. Meistens belehrt uns erst der Verlust über den Wert der Dinge. Wir büßen 3/4 von uns selbst ein, um wie andere Menschen zu sein. Aus der Sicht der Jugend ist das Leben eine endlose Zukunft. Aus der Sicht des Alters ist es eine sehr kurze Vergangenheit. Lesen ist Denken mit dem Kopf eines anderen statt mit dem eigenen. Die ersten 40 Jahre unseres Lebens liefern den Text. Die folgenden 30 den Kommentar dazu, der uns den wahren Sinn und Zusammenhang des Textes nebst der Moral und allen Feinheiten desselben erst recht verstehen lehrt. Kluge Menschen suchen nicht so sehr die Einsamkeit, als dass sie die Aufregung vermeiden, die von Dummköpfen verursacht wird. Gewöhnliche Menschen überlegen nur, wie sie ihre Zeit verbringen. Ein intelligenter Mensch versucht, sie zu nutzen. Man kann jedem Menschen zuhören, aber nicht jeder ist es wert, dass man mit ihm spricht. Das Leben ist ein ständiger Prozess des Sterbens. Jeder Mensch hält Grenzen seines eigenen Gesichtsfeldes für die Grenzen der Welt. Heiraten bedeutet, seine Rechte zu halbieren und seine Pflichten zu verdoppeln. Es ist besser, seinen Verstand in der Stille zu finden, als im Gespräch. Wer die Einsamkeit nicht mag, mag die Freiheit nicht, denn nur allein kann man frei sein. Ein hohes Maß an Intellekt macht einen Menschen tendenziell unsozial. Glücklich leben bedeutet weniger unglücklich leben. Das Leben schwingt gleich einem Pendel hin und her, zwischen dem Schmerz und der Langeweile. Wenn du den Verdacht hast, dass jemand dich anlügt, tu so, als würdest du alles glauben, was er sagt. Das wird ihm Mut machen, weiterzumachen. Er wird in seinen Behauptungen vehement werden und sich am Ende selbst verraten.
Die Geselligkeit der Menschen beruht nicht auf der Liebe zur Gesellschaft, sondern auf der Angst vor der Einsamkeit. Höflichkeit ist für die menschliche Natur, was Wärme für Wachs ist. Das Mitgefühl für Tiere ist so eng mit der Güte des Charakters verbunden, dass man mit Sicherheit sagen kann, dass derjenige, der grausam zu Tieren ist, kein gütiger Mensch sein kann. Hunderte von Objekten, die den Menschen Freude bereiten, sind für einen großen Geist langweilig. Ein eitler Mensch sollte wissen, dass die gute Meinung der anderen, die er so erreicht, viel leichter und wahrer durch Schweigen als durch Redseligkeit zustande kommt. Ein Sinn für Humor ist die einzige göttliche Eigenschaft des Menschen. Behandle ein Kunstwerk wie einen Prinzen. Lassen Sie es zuerst zu Ihnen sprechen. Man sollte sich davor hüten, sich bei der ersten Bekanntschaft eine sehr positive Meinung über eine Person zu bilden. Sonst wird man in den meisten Fällen enttäuscht sein. Wer unbedacht schreibt, gesteht damit gleich zu Beginn, dass er seinen eigenen Gedanken keine große Bedeutung beimisst. Das Schicksal mischt die Karten und wir spielen.